Ja, guten Tag. Hallo, liebe Menschen. Da hinten und da vorne. Ja, das ist der Björn, ich bin die Germain. Und wir sind ganz enge Freunde von den wunderbaren Musikern hier, von der Zukunftsgesellschaft. Und ja, wir zwei, das hat der Rick schon ganz richtig gesagt, wir waren auf Reisen, waren 5 Monate unterwegs, erst in Indien. Und das war eigentlich so eine ganz normale Reise, Backpack auf dem Rücken. Und da haben wir vorher im Januar hier alles aufgegeben, haben unsere Wohnungen verscherbelt, die Autos und alles Mögliche losgeworden, allen Ballast, was man nicht so braucht in dieser materiellen Welt. Und haben gedacht, machen wir jetzt mal eine tolle Erfahrung in Indien und Nepal. Und ja, dann sind wir auch erstmal in Indien gereist und wollten dann nach Nepal reisen und hatten ein Flugticket für den 27. April. Und wer jetzt in den Medien aufgepasst hat, weiß, am 25. war in Nepal eben ein riesengroßes Erdbeben mit der Stärke 7,8, was dort in Kathmandu und in der Umgebung von Kathmandu in ganz vielen Orten ganz viel Zerstörung gebracht hat. Unser Flug wurde dann storniert und wir saßen gerade in Goa am Strand sozusagen und haben uns überlegt, wir fahren da trotzdem einfach hin, denn den Menschen geht es da auf einmal nicht mehr so gut, wie wir es hier haben. Und wenn wir schon als Touristen auch nach Nepal gereist wären, dann können wir es jetzt auch tun und freiwillige Hilfe leisten. Genau. Möchtest du erzählen, wie es dann weitergegangen ist? Mach doch mal. Ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen unvorbereitet, weil ich dachte eigentlich, Gerbert macht das jetzt. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind in Nepal angekommen, beziehungsweise wir haben ja an sich von der ersten Sekunde an entschieden, dass wir trotzdem nach Nepal fliegen werden und dort unser Bestmögliches tun werden, um den Menschen dort ein bisschen Unterstützung zukommen zu lassen. Dadurch, dass unser Flug storniert wurde und wir dann ja den nächstmöglichen erst nehmen konnten, hatten wir so ein bisschen Zeit und sind dann direkt nach Delhi geflogen und haben in Delhi dann schon im Endeffekt unser komplettes Reisegeld, was wir ja an sich zum Reisen eingeplant hatten und so unsere letzten finanziellen Mittel aufgebracht, um in Indien schon mal dringend benötigte Hilfsgüter zu kaufen, vor allem Hilfsgüter, die in Nepal zu der Zeit nicht verfügbar waren, das heißt sowas wie Zeltplan, Solarcharger für Telefone, dass die Leute gerade in den Dörfern Kontakt zur Außenwelt halten können, Solarlampen, Medikamente, Wasserreinigungstabletten, Decken etc. etc. und ja, sind dann nach Delhi zum Flughafen und das war an sich schon so ein kleiner Krimi für sich, überhaupt diese ganzen Güter, die wir mit insgesamt irgendwie 500 Kilo Übergepäck sind wir dann zum Schalter und haben dann wirklich auf die letzte Sekunde dann alles noch mit reinbekommen, sind dann nach Nepal geflogen, dort angekommen und im Endeffekt wussten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht, was dort auf uns wartet. Wir kannten auch nur die Bilder und die Informationen aus den Medien, sind dann in Nepal angekommen und ja, als wir dann angekommen waren, hatte sich in Kathmandu die Lage halbwegs halbwegs normalisiert. Das heißt, elektrischer Strom war schon wieder verfügbar und der ein oder andere Laden hatte auch schon wieder geöffnet, was für uns ganz gut war, sodass wir im ersten Step Lebensmittel, Zeltplan etc. auch in Kathmandu kaufen konnten und haben uns dann kurzfristig mit ganz vielen Locals, ganz vielen Menschen direkt aus Nepal dort verbunden und das war unsere erste wirklich tolle Erfahrung, dass diese ganzen Nepalis dort alle zusammengehalten haben und gerade die Menschen, die auch ihre Häuser verloren hatten und im Endeffekt ihr ganzes Heim, ihr ganzes Hab und Gut verloren hatten, sich trotzdem zusammengeschlossen haben, um dort den Menschen in den Dörfern, die es richtig, richtig hart getroffen hat, zu helfen. Und das war ein tolles Gefühl, wie alle zusammengestanden haben. Und wir haben uns immer gefragt, wie das denn hier in Deutschland wäre, wenn das Haus vom Nachbarn zusammenbricht, ob dann hier genauso von der Nachbarschaft supportet wird. Ich denke, im Rahmen der Zukunftsgesellschaft, die ganz stark auf Nachbarschaftshilfe setzt, in diesem Rahmen ist das sicherlich möglich, aber im großen Rahmen, ihr wisst selber, wie das ist, wäre es hier sicherlich schwieriger. Wir sind dann mit diesen Jungs, die wir dort kennengelernt haben, mit den Motorbikes in die Dörfer gefahren, über an sich unpassierbare Straßen, wo viel Landslides waren, wo die Straßen weggebrochen sind. Und wenn man aus Kathmandu rausfährt, ringsrum in den sämtlichen Dörfern ist zu
90, eigentlich zu 100% alles zerstört. Wirklich arm, also Nepal zählt ja zu einem der ärmsten Länder der Welt und wenn die sich dort irgendwelche Häuser gebaut haben, dann waren es Häuser aus Stein und Lehm, die also diesen Erschütterungen ganz klar nicht standhalten konnten und dementsprechend ja, ist eigentlich wirklich jedes Haus dort zerstört, es ist viel Vieh gestorben, sämtliche Saat ist verschüttet, sämtliche Lebensmittel waren verschüttet und in diesem Zusammenhang war unser erster Auftrag dort erstmal ja, Erdbebenhilfe, schnellstmögliche Hilfe zu leisten, um den Leuten überhaupt ein Dach über den Kopf zu bieten und auch so ein bisschen ja, dringend benötigte Nahrungsmittel. Das war eigentlich so der Einstieg, wie wir nach Nepal gekommen sind, wie wir dort angekommen sind. Wie es dann weiterging, was wir gemacht haben, das können wir gleich ein bisschen besprechen. Denn Germaid ist ja auch eine Singer-Songwriterin und die hat während unserer Reise auch in Nepal viele, viele Songs geschrieben. Und ich würde sagen, da gibt es jetzt einfach ein paar von zum Besten. Ne? Ja, okay. Ja, danke schön. Genau, dieser Song ist einer der ersten, den ich auf Reisen aufgeschrieben habe und er handelt so ein bisschen von dem Gefühl, was wir eben gerade schon vermittelt haben, dass wir auf Reisen gegangen sind, nicht wussten, was so auf uns zukommt und alles loslassen wollen, was uns so belastet, was uns hier auch in Deutschland so belastet hat, finanzielle Probleme, materielle Wünsche, was auch immer. Haben versucht, alles loszulassen und das auf uns zukommen zu lassen, was wir denn tun sollen. Und da wussten wir eigentlich noch gar nicht, was für eine große Sache zum Beispiel mit Nepal auf uns zugekommen ist. Der Song heißt Love and Trust. Giving you
Ja, wir sind dann, wie gesagt, in Nepal angekommen und haben uns dort dann mit unseren Jungs, den Locals, die uns mit den Motorbikes in die Dörfer, aber auch so ringsrum in Kathmandu, in die zerstörten Gebiete gebracht haben, haben wir uns auf den Weg gemacht. Und es hat sich eigentlich überall dasselbe Bild der Zerstörung abgezeichnet dort. Also wo wir lang gegangen sind, waren eigentlich wirklich nur Ruinen. Überall stand der Geruch von Verwesung in der Luft. Und ja, es war wirklich eine sehr, sehr bedrückende Atmosphäre an sich. Zumal je weiter wir weg sind aus den Städten, ist immer deutlicher geworden, dass diese Menschen dort null Unterstützung erfahren. Also weder von der Regierung noch von irgendwelchen NGOs, sprich Hilfsorganisationen oder sonst irgendwas, ist dort keine Hilfe angekommen. Und das auch über den gesamten Zeitraum, den wir eigentlich dort in Nepal verbracht haben, haben wir immer wieder gehört, ist hier null Hilfe angekommen. Die Menschen waren auf sich allein gestellt, die Menschen haben gehungert, die Menschen sind krank geworden und niemand hat sich gekümmert, obwohl der Flughafen mit Hilfsgütern übergequollen ist. Also es waren bergeweise Zelte, bergeweise Nahrungsmittel, und das ist aber einfach nicht in die Dörfer gekommen. Wir haben ziemlich oft, Gruppen von irgendwelchen Hilfsorganisationen gesehen, die mit so Luxus-SUVs, 4x4 Toyota, brandneu gebaut, sind die rumgefahren, mit zwei Zelten hinten auf dem Pickup, und haben die dann in einem Dorf mit 150 Häusern zwei Zelte runtergeschmissen. Die Leute, die am schnellsten und am stärksten waren, haben zwei Zelte abgekriegt, der Rest hat in die Röhre geguckt, und das war eigentlich so die Leistung von den großen Hilfsorganisationen, die da geleistet wurde. Umso schöner war es, wie ich schon angesprochen habe, dass wir uns als Independent Volunteers dort zusammengetan haben. Und wir sind immer größere Gruppen geworden. Und so in den einzelnen Homestays in Kathmandu haben sich immer mehr Leute zusammengefunden. Und wir waren wirklich die effektiven Leute dort. Und die Leute, die völlig selbstlos alle, ja, mehr oder weniger ihre letzte Kohle investiert haben, um den Menschen dort zu helfen. Und ja, wir haben uns dann aufgemacht in die Dörfer. Wir haben ganz, ganz tolle Kontaktpersonen auch außerhalb, also in Regionen wie Nuwakot oder Sindhupalchuk, die wirklich hart getroffen war, wo kein Stein auf dem anderen mehr steht, dort kennengelernt und sind dann in total abgefahrenen Aktionen eigentlich. Also wir sind losgegangen, ganz wichtig vorweg, wir haben Social Media dazu genutzt, um dann auch Spenden zu sammeln. Also wir haben erstmal unsere Spenden, die wir selber gekauft haben, aus Indien mitgebracht, und da gab es zu Anfang schon die ein oder andere Stimme, die sagt, oh, was wollt ihr da, ihr trinkt den Leuten nur das Wasser weg und so, und ihr macht es eigentlich nur noch schlimmer, aber es war im Endeffekt genau das Gegenteil. Also es haben sich ganz, ganz, ganz viele Leute auch positiv im Nachhinein dazu geäußert, und nachdem wir dann unsere Hilfsgüter losgeworden sind und das Feedback so gigantisch war, haben wir halt auch angefangen, um Spenden zu bitten, und da kam dann wirklich eine ganze Flut, unter anderem auch von der Zukunftsgesellschaft, die gar nicht lange gefackelt haben und für uns einen großen Betrag zusammengebracht haben. Vielen, vielen Dank dafür, Leute, das habt ihr ganz, ganz toll gemacht, das war eine große Unterstützung. Ja, wir sind dann einfach los und haben uns Pickups organisiert, die vollgemacht mit Reis, mit Salz, mit Dal, also so die Grundnahrungsmittel, die Menschen dort ja generell benutzen und die sie halt auch dringend brauchten, weil wirklich alles verschüttet war. Und sind dann in die Dörfer gefahren, teilweise in absolut gefährlichen Regionen und auf gefährlichen Pisten, wo wir, ich sag mal, 30 Grad Steigung hoch mit 10 Zentimetern zur rutschigen Klippe dort, und wir haben hinten auf dem LKW drauf gesessen und haben gebetet. Ja, es war auch irgendwie lustig, muss ich sagen, aber es war halt auch ziemlich gefährlich. Nichtsdestotrotz, wir haben überlebt, wir sind da. Und die Dankbarkeit der Menschen in den Dörfern war einfach großartig. Das können wir so gar nicht wiedergeben. Ihr könnt euch oder könnt auf unserem Blog uns folgen. Ich sage es mal ganz schnell, die Adresse lautet www.pleasehelpnepalnow.wordpress.com. Und dort haben wir auch Tagesberichte wirklich gemacht, dass ihr also auch sehen könnt,
was wir mit euren Spenden dort vor Ort gemacht haben. Und das ist, denke ich, der große Vorteil gegenüber den großen Hilfsorganisationen, dass ihr halt sehen könnt, was mit eurem Geld, wenn ihr spendet, gemacht wird. Und das werden wir auch zukünftig so fortführen. Ich bin ein bisschen raus. Ich würde sagen, Germann, ja, singt einfach noch mal ein Lied und dann quatschen wir ein bisschen weiter, ja? Okay. Genau, also wie Björn gerade schon erzählt hat, sind wir in die Dörfer gefahren und haben sozusagen in einem Dorf haben wir 300 Familien versorgt an einem Tag. Also wir haben zwei LKWs befüllt, das hatte ich schon gesagt, mit Sack Reis und Dahl und so Linsen sind das, die Menschen dort essen. Und haben 300 Familien, also bestimmt 2.000 bis 3.000 Menschen, beglückt mit diesen Nahrungsmitteln. Eine kleine Story, die zum nächsten Song passt. In Nepal gibt es ja auch das Kastensystem. Das heißt, genauso wie in Indien. In Indien leben auch unfassbar viele unterschiedliche Religionen, wie hier ja in Deutschland auch. Aber in Indien leben zum Beispiel auch Moslems, Christen, Hinduisten nebeneinander. Und in Nepal leben auch Hinduisten und Buddhisten nebeneinander. Es gibt einen sehr schönen Tempel in Kathmandu, wo Hinduismus und Buddhismus vereint ist. Das ist der Monkey Temple. Da stehen eine buddhistische Statue und eine hinduistische Statue nebeneinander. Und was wir zum Beispiel in den Dörfern dann erlebt haben, natürlich gibt es das Kastensystem und das ist auch noch sehr verankert in den Traditionen. Als wir da waren, da haben wir das obere Dorf versorgt, da war die untere Kaste und dann sind wir runter, am Fuße des Berges hat die obere Kaste gelebt. Björn hat sich mit einem Mann unterhalten und der hat erzählt, ja, jetzt sind wir im Grunde nicht mehr unterschiedlich. Jetzt haben wir alles verloren. Das heißt, wir sind im Grunde gleich, egal welcher Kaste wir angehören, egal welcher Religion. Und wir helfen uns nun gegenseitig. Und das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte, das zu sehen, wie so eine Katastrophe eigentlich auch die Menschen zusammenführen kann. Das heißt natürlich nicht, dass wir erst immer auf die Katastrophe hoffen sollen. Und vielleicht können wir uns jetzt schon daran erinnern, egal welche Religion, egal ob es der Obdachlose ist, der auf der Straße sitzt, wir sind alle wunderschöne Menschen im Herzen und haben die gleichen Sehnsüchte und Bedürfnisse und die gleichen Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit. Und davon erzählt ein bisschen der nächste Song. Kurze Info an Techniker, hier piept irgendwas ganz laut. Und auch lauter. Love.
And I won't make it as a president in the next election. I am a woman. What do you think? Da lachen sie immer. I'm a beautiful human, beautiful human, and I'm a lovable human, whoa, a lovable human. What is it that holds us back to be united? What is it that gives us the idea of separation and fear? If we would only dare to open our hearts to show that humanity is stronger. Humanity is stronger. That humanity is stronger. That humanity is stronger. Was so bad that I'm not able to love somebody. I am myself. What do I think? That I'm worth all the pain and others are always more lucky. I am myself. What do I think? You are yourself. What do you Ein schöner Mann möchte weiter erzählen. Eigentlich würde ich dich auch gern weiter erzählen lassen. Ja, wir haben dann, wie gesagt, angefangen im großen Stil unsere Lebensmittel, unsere Zeltplan, unsere medizinische Versorgung auch, weil wir uns da mit zwei Krankenschwestern noch zusammengetan haben, die uns dann immer begleitet haben und die Menschen erst versorgt haben, wo, wie gesagt, keine Hilfe auch in medizinischer Form bis dato eingetroffen war. Und ja, dann sind wir aus Alam Dada, diesem Dorf mit den 300 Häusern oder 3.500 Menschen, wie auch immer, wo wir auch wunderbar empfangen worden, was an sich wirklich ein wunderschöner, wenn nicht einer der schönsten Tage überhaupt dort war. Wir haben unter anderem dort auch in diesen ganzen Trümmern ein neugeborenes Baby und das dort angetroffen. Also das war ein Tag, bevor wir dort eingetroffen sind, geboren, und das war so ein Hoffnungsschimmer, wie in all diesem Chaos und dieser Zerstörung dort ein neues Baby geboren wurde und so diesen Blick auf die Zukunft gerichtet hat. Das war wunderschön. Wir haben dann dort unsere Sachen verteilt, sind am nächsten Tag zurückgefahren, und auf dem Weg zurück hatten wir dann das zweite große Beben dort mit einer Stärke von 7,1, und das war ja fast schlimmer als das erste Beben, weil sich nach einiger Zeit dort wieder die Hoffnung eingestellt hat und halbwegs Normalität zurückgekommen ist und die Menschen gesagt haben, okay, die Situation ist, wie sie ist, wir müssen jetzt an den Wiederaufbau denken, wir müssen uns auf den anstehenden Monsun vorbereiten, denn während der Monsunzeit regnet es wirklich dort so massiv, dass die ganzen Wege in die Dörfer auch nicht mehr erreichbar sind, und dementsprechend waren alle schon darauf fokussiert, wir gehen jetzt den zweiten Schritt und wollen anfangen, Übergangshütten für die Monsunzeit zu bauen. Ja, und genau in diesem Moment folgte das zweite Beben, und wir haben quasi wieder bei Null angefangen. Es war wieder katastrophal, überall war der Strom wieder weg, die Leitungen, die langsam aber sicher wieder aufgebaut wurden, waren wieder zerstört. Trinkwasser natürlich ganz großes Problem. Die Menschen
haben sich nicht mehr in ihre Häuser getraut. Also nach 14 Tagen haben die Ersten wieder angefangen und gesagt, okay, wir gehen von der Straße weg. Und das war an sich auch ganz wichtig, weil die Menschen auch in Kathmandu, die auf den Straßen gelebt haben, dort dicht an dicht, es gab keine Toiletten, keine Möglichkeit, sich zu waschen. Und entsprechend war natürlich die Seuchengefahr auch relativ hoch. Und die Menschen waren ja so weit und haben sich wieder in ihre Häuser getraut. Und dann kam das zweite Erdbeben und wir waren wieder bei Null. Oder es war dann letztendlich fast noch viel schlimmer, weil die Angst dann wieder viel, viel größer war. Und so haben wir dann die nächsten Tage erstmal damit verbracht, wieder direkte Erdbebenhilfe zu leisten, sind auch in Kathmandu rum, haben dort ganz viele Zeltplanen verteilt und. Das hat uns wieder einige Tage gekostet. Sind dann nach einigen Tagen wieder zu unserem normalen Programm zurück und haben unsere Leute in der Region Nuwakot besucht und haben dort weiterhin in den Dörfern aufgenommen, wo, wie, was, wie hart getroffen ist und wie wir denn jetzt weiterhelfen können, vor allem in Bezug auf Übergangshäuser für die Monsunzeit, und sind dort auf ein Dorf gestoßen, wo auch eine Schule zusammengebrochen war und wo mehr oder weniger aus den umliegenden Dörfern alle Kinder aus der Schule hingegangen sind, und für die Kinder war das, gerade dieses Beben, eine ganz, ganz große Katastrophe. Und man konnte das sehen, wie schockiert die Kinder auch dort immer noch waren und verängstigt und. Und wir haben diese Schule gesehen und haben uns gleich gedacht, auch um diesen Kindern ein bisschen Hoffnung zu geben, dass wir diese Schule wieder aufbauen werden. Also das war eigentlich auch sofort beschlossen. Und haben dann mehr oder weniger mit dem Dorf einen Deal gemacht, haben das Dorf zusammenkommen lassen und haben das Dorf um eine Entscheidung gebeten. Also wir haben gefragt, was ist euch lieber? Sollen wir jetzt hier für euch Übergangshäuser bauen oder sollen wir für die Zukunft eurer Kinder diese Schule wieder aufbauen? Und das ganze Dorf hat sich entschlossen, dazu die Schule wieder aufzubauen. Und wir haben dann auch das ganze Dorf mobilisieren können, gemeinsam mit uns diese Schule wieder aufzubauen. Das war eine ganz schöne, schöne Geschichte, aber dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Genau, also da haben wir, wie gesagt, ganz viele, viele tolle Geschichten erlebt, und es war eigentlich unfassbar, deswegen so kurzer Zeit, wir haben manchmal gedacht, oh Gott, wir sind erst 4 Wochen hier, das haben wir schon alles erlebt, und wie Björn auch sagte, dann kam wieder ein neues Beben, und das waren alles so Situationen, wir waren zum Beispiel auch in einem Gefängnis und haben dort ganz miserable Zustände erlebt und Menschen, die nicht behandelt wurden, weil sich der Arzt nicht getraut hat, ins Gefängnis zu gehen und die Menschen zu behandeln, aus Angst, dass die Gebäude bei dem nächsten Beben einstürzen können. Also wir haben wirklich diese Bilder alle irgendwie reingenommen in unseren Kopf, in unser Herz, und manchmal saßen wir dann natürlich auch im Hostelzimmer und dachten, wie können wir dem denn allen gerecht werden? Das ist so viel Leid, und das ist ja nur symbolisch für das Leid, was eigentlich überall auf der Welt passiert. Ne? Wir waren da nun im Katastrophengebiet, zu zweit haben wir da eine Menge gemacht und natürlich mit der Hilfe von so, so vielen Menschen, und trotzdem kam immer wieder das Gefühl, bin ich hier überhaupt richtig, bin ich hier nützlich, oder wie kann ich damit umgehen, dass ich nicht allen Menschen helfen kann? Und das sind auch so persönliche Fragen, die wir uns auch heute hier im Jetzt, egal wo wir sind, stellen können. Und ich glaube, die stellen sich auch viele im Anbetracht der Tatsache, dass uns die Medien so viele schlimme Dinge um die Ohren hauen, werden wir manchmal vielleicht ein bisschen starr und wissen nicht genau, wo wir anfangen sollen. Und dann kam dieser folgende Song, der heißt Don't Give Up. Denn im Grunde ist es so, wenn du all das tust, was du gerade in dem Moment kannst, und wenn es vielleicht auch nur eine ganz kleine Hilfe ist, dann hast du für dich 100% getan. Und das ist das Beste und das Größte, was du geben kannst. Your way through all this madness.
to give. You are made to live. Your purpose of heart through all the sadness, through all this. So don't give up, don't you give up. So don't give up, don't you give up. Supposed to be a change in this world you wanna see. You have a guardian, you have protection to follow your way through death and birth, through death. Ich muss nur eine ganz kleine Geschichte dazu erzählen, die mir gerade einfällt, zum Nicht-Aufgeben und zu dem Dorf, was wir bereits erzählt haben, wo wir waren, wo wir die 300 Familien versorgt haben. Wie ich bereits gesagt habe, wenn wir zu viel Zweifel haben, zu viel Ängste, dann hält uns das in der Starre. Aber was wir dort erlebt haben, und die Menschen hatten gar nichts, und wir sind dort angekommen mit unseren Trucks, mit Lebensmitteln, und da kamen die auf uns zugelaufen, ganz viele Kinder, und alle jubelten und umhängten uns mit Blumengirlanden und haben uns gleich mit dem roten Punkt hier auf der Stirn gesegnet und waren so fröhlich darüber, dass wir einfach nur da waren. Und da ist mir auch aufgefallen, die Kinder, wir haben eigentlich gar nichts für uns, ja, wir haben Lebensmittel gebracht und den Kindern war das egal, die waren einfach nur fröhlich, dass wir da waren, dass jemand dort ist und ihnen zeigt,
auch eben nicht aus Nepal, aus dem Ausland und zeigt, hey, wir kümmern uns um euch, wir kümmern uns darum, dass ja, ihr hier nicht vergessen seid. Und diese Freude, die dann wieder zurückkommt, da kann ich jedem nur sagen, helfen macht echt Spaß. Das gibt so eine Motivation, da hätten wir gleich für die nächsten 10 Jahre weitermachen können. Dass dieses Strahlen, was uns da entgegengekommen ist, das hat unser Herz so erfüllt, dass wir gleich weitermachen konnten. Und das können wir hier auch. Das kann jeder Einzelne in jedem kleinen Universum erleben. Genau, jetzt darf der Björn mal herzählen. Ja, da gibt es so ein schönes Zitat von Albert Schweitzer, glaube ich, der gesagt hat, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und genauso war das dort auch. Ja, wir haben dann, wie gesagt, uns dazu entschlossen, dort diese Schule wieder aufzubauen, wo die ganze Community mit angepackt haben, wo die Leute da Tag und Nacht bei 40 Grad in der prallen Sonne geknechtet haben, um dieses Plateau, dieses wunderschöne Plateau mit einem riesigen Fluss am Ground und im Hintergrund die Berge. Es ist wirklich der schönste Platz der Welt für eine Schule. Ja, die haben dann gemeinsam haben wir angefangen, das Material dort zu kaufen, das dorthin zu bekommen, und die ganze Community hat dann gebaut. Und währenddessen haben wir uns natürlich auch darum gekümmert, dass die Leute ringsherum in den Dörfern nicht zu kurz kommen. Denn ich will es nochmal sagen, es ist wirklich alles in diesen Regionen zu 100% zerstört. Und es ist irgendwie auch sehr, sehr schade, dass Nepal in den Medien jetzt hier rausgefallen ist und da gar nicht mehr dran erinnert wird, denn die Situation hat sich bis dato nicht geändert, im Gegenteil, und aufgrund der Monsunzeit und den ganzen Erdrutschen hat sich die Situation sogar noch dramatisiert. Nichtsdestotrotz haben wir dann in Vorbereitung auf die Monsunzeit auch dort damit begonnen, dort Übergangshütten, also so Wellblechhütten auf einem Bambusgerüst zu erstellen, damit die Menschen wenigstens eine halbwegs trockene Behausung für die nächsten Monate der Monsunzeit hatten. Und das war ganz toll und auch so ein bisschen lustig, weil wir natürlich mit unserem deutschen Sachverstand dort hingegangen sind und gedacht haben, so, jetzt zeigen wir den Nepalis mal, wie man ein richtiges Haus baut, aus Bambus, stabil, wie sich das so gehört. Und dann haben wir damit angefangen. Und dann haben uns die Nepalis erstmal gezeigt, wie man so ein Haus viel, viel schneller, viel, viel unkomplizierter und viel, viel einfacher baut. Ob das dann auch so stabil war, sei mal dahingestellt. Aber als Übergangshaus hat es vollkommen gereicht. Und wir sind immer nach Kathmandu gefahren, haben dort tonnenweise Wellblech gekauft und das dann zu einem Sammelpunkt gebracht, den wir mit dem LKW erreichen konnten, und von dort aus sind dann die ganzen Menschen, die wir vorher in den Dörfern besucht haben und denen wir gesagt haben, okay, ihr könnt jetzt in 2 Tagen kommt ihr runter ins Dorf Devigat und dort stellen wir vor euch das Wellblech bereit, was ihr dann in eure Dörfer mitnehmen könnt. Nur so war es möglich, weil wie gesagt die Straßen nicht befahrbar waren. Und die kamen dann auch zuhauf und haben überall ihr Wellblech abgeholt. Das waren wirklich tolle Szenen. Und es ist faszinierend, wie strong diese Leute sind. Also wir haben, auch wenn wir in anderen Dörfern waren, eine kleine Geschichte dazu. Dort sind wir in einem Dorf, was 3.500 Meter hoch war. Und wir haben dort unter anderem auch Lebensmittel hochgebracht. Und uns kam ein, ich glaube, 120 Jahre alter Mann entgegen. Mit Beinchen so dünn wie meine Handgelenke und kam runter mit einer Pfeife im Mund, starker Raucher, würde ich einfach mal sagen. Und der kam uns entgegen, war auf dem Weg nach unten und wir mussten, weil die Straßen halt nicht befahrbar waren, mussten wir immer unsere Ladung abladen, hoch zur nächsten Station bringen und gegebenenfalls konnten wir dann mit dem LKW weiterfahren. Und so war es zu dem Punkt auch und dort kam uns dieser alte Mann entgegen und wir mussten halt auch dieses Stückchen laufen und das nur mit unseren Backpacks, also da waren vielleicht 5 Kilo drin oder so, nur mit dem Überlebenswichtigsten. Und kommt dieser, wir haben unten abgeladen, sind dann mit unseren Backpacks hoch und die Leute aus den Dörfern kamen runter und haben dann halt ihre 50 Kilo Sack Reis und 25 Kilo Sack Dahl, also richtig schwere Last, richtig, richtig schwer, bei 40 Grad im Schatten und das auf 3.500 Meter hoch, Höhe mit immensen Steigungen und wir krächzeln wirklich mit unseren 5 Kilo Backpacks da hoch und fast am Sterben und dann kommt dieser 120-jährige alte Mann mit diesem, oder 150,
mit diesem riesen Sack Reis auf seinem Rücken und überholt uns, ja, und hat nebenbei seine Pfeife drin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stark diese Menschen dort sind und was die da zu leisten in der Lage sind. Genauso bei dem Aufbau unserer Übergangshäuser dort für die Monsunzeit, wie schnell die zack, zack uns gezeigt haben, wie man da ein Haus baut. Und das ging tatsächlich sehr fix und so haben wir es dann geschafft, indem wir den Menschen das Material und auch, glaube ich, die Motivation gegeben haben, dass die innerhalb von nicht mal einer Woche oder ungefähr einer Woche über 100 Übergangshäuser in diesen ganzen Dörfern ringsherum gebaut haben, dass die Menschen durch die Monsunzeit kommen. Und das war ja gigantisch. Immer wieder, wenn wir in die Dörfer gegangen sind, um zu gucken, wie die weitergekommen sind, war uns auch teilweise unangenehm. Die haben uns dann schon richtig als Götter dargestellt und haben gesagt, ah, unsere Götter haben uns verlassen, jetzt kommt ihr als neue Götter, aber nur, dass ihr euch vorstellt, was da zurückkam und wie dankbar die Menschen dort wirklich für die Hilfe sind, dass Leute aus Deutschland dorthin gehen, die an sich mit dem Land gar nichts zu tun haben und dort Hilfe leisten. Das wurde also wirklich gesehen und die waren halt, wie gesagt, ja, sehr, sehr dankbar. Und ich würde sagen, du spielst einfach nochmal einen Song, der auf der Reise entstanden ist, ja. Genau. Also da gibt es wirklich so viele Geschichten, so hast du sehr schön performt, also Björn, sehr schön. Und genau, da kann man auch mal probieren. Und das zeigt eigentlich auch ganz schön, wie, also Björn hat es gerade gesagt, wir sind so unterschiedliche Mentalitäten, ne? Vielen Dank. Und die Nepalesen, die sitzen erstmal bei Siesta in einem Schatten eines Baumes und spielen Karten und wir Deutschen, wir sagen, Mensch, wir müssen doch jetzt ran hier, zack, 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 6 Uhr morgens Häusle bauen und so. Und auf der anderen Seite denken wir dann, wir haben vielleicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und auf einmal kommt der Opa an und macht da zack, zack oder trägt den Reissack hoch und schustert da ganz schnell die Hütte zusammen. Also das war so schön zu sehen, wie wir eigentlich unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten sind. Und wie wir aber gemeinsam, wenn wir unsere Qualitäten verbinden, so viel Großes schaffen können. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder gerne, viele sprechen uns an, Mensch, ja, Nepal, da habt ihr ja tolle Sachen geleistet, aber das, ja, das können wir ja hier nicht. Aber das ist Quatsch. Wir sind hier auch ganz unterschiedliche Kulturen und wir sind wir begegnen jeden Tag immer wieder unterschiedlichen Menschen, da müssen wir doch nicht mal unterschiedliche Kulturen sein. Und wenn wir unsere Qualitäten verbinden, dann können wir uns eine schöne neue Welt schaffen, in der wir alle glücklich sind. Und genau. So ein bisschen versuche ich jetzt die Überleitung zu machen. Willst du das sagen? Ach nee, geht gerade noch. Genau. Dieser nächste Song war ursprünglich für Björn und mich gedacht, aber ich beziehe ihn jetzt einfach mal auf die Welt. Du und ich ergibt wir. Ja, eigentlich eine ganz einfache Gleichung, war nicht so gut in Mathe, aber das habe ich verstanden. Und gemeinsam sind wir nicht weniger, sondern wir sind im Gegenteil mehr. Und wir sind dafür da, zusammenzukommen und Großes zu schaffen und zu Höherem hinauszuwachsen.
Ich würde es gern probieren, denn was gibt's schon zu verlieren? Du plus ich ergibt mir eins plus eins ist nicht so schwer. Du plus ich heißt nicht, einer gibt sich auf, sondern zusammen wird's mir. Gleich weitergeben. Aha. Ja, kultureller Austausch ist eigentlich auch ein schönes Stichwort, weil in der Zeit, wo wir dort die ganzen Häuser gebaut haben, haben wir mitten im Dorf, ja, also mit der kompletten Dorf-Community dort gemeinsam unter Zeltplan geschlafen. Also wir hatten in der Zeit null Privatsphäre, ständig waren die Muddis und die Kiddies um uns rum, haben in unserem Zelt gesessen. Einen Meter weiter war der Kuhstall, wo noch zwei Büffel, die überlebt haben, dort mit uns geschlafen haben. Ständig sind unter unserer Zeltplane irgendwelche Hühner mit ihren Küken rumgelaufen. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt so einen Küken in der Hand hatte. Das ist so toll, wenn die frei rumlaufen und dann langsam zutraulich werden. Und dann hältst du die Hand hin und dann sitzt so ein Küken auf deiner Hand. Ganz, ganz toll. Dort haben wir auch unsere ersten Sätze in Nepali dann gelernt, haben viel mit Händen und Füßen kommuniziert und da kamen lustige Sachen dabei raus. Wir haben uns zum Beispiel, als wir gebaut haben, uns einen ganz, ganz bösen Sonnenbrand weggeholt, wo wir ja mit richtig Blasen auf den Schultern, wo sich die Haut dann böse gepellt hat, und wir haben unseren ganz, ganz wichtigen Übersetzer auch, Hanuman, dabei gehabt, überall. Und da sind wir dann nochmal zur Schule hoch und haben geguckt, wie weit die denn sind. Und das hat uns, weil wir zwischendrin immer wieder keinen Strom hatten. Also die Stromversorgung ist immer wieder zusammengebrochen und dann konnten die ein paar Tage nicht arbeiten, weil dort geschweißt werden musste und so. Und da waren wir dann nicht so ganz glücklich, dass es doch nicht so schnell voranging, wie wir uns das eigentlich gewünscht hatten mit unserem deutschen Verständnis. Ja. Und dann hat sich unser toller Hanuman hingestellt, wollte die Jungs motivieren und sagt dann, ja, ihr müsst mal jetzt auch mal richtig reinhauen hier. Ja, guckt euch an, wie die verrückten Deutschen arbeiten. Die arbeiten so hart, dass denen schon die Haut hier vom Rücken runterfällt und so. Das will ich von euch jetzt auch sehen. Und so hat er die motiviert, aber die haben dann auch wirklich wieder voll Gas gegeben. Es war insgesamt
mal abgesehen von diesen ganzen schrecklichen Dingen, die dort passiert sind und die für uns auch irgendwann Normalität geworden sind, weil wir ständig Ruinen und auch diese entsprechenden Gerüche und so um uns rum hatten, das war dann halt irgendwann Normalität. Also so verrückt wie das klingt, das war dann halt so und dementsprechend sind diese schönen Dinge auch immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und wir haben dann, weil der Monsun dann anstand, haben wir uns, wie gesagt, darauf vorbereitet oder ja, den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich auf den Monsun dort vorzubereiten und haben dann aber auch langfristig gedacht, weil wir dieses Projekt nicht mit dem Beginn des Monsuns beenden wollten. Und so haben wir uns nach verschiedenen Alternativen umgeschaut, wie man möglichst kostengünstig auch in der Zukunft, nach der Monsunzeit, dieses Land wieder aufbauen kann. Denn wir sprechen hier von, ich habe es schon gesagt, einem der ärmsten Länder der Welt mit über 600.000 zerstörten Häusern und einer korrupten Regierung, die das weder logistisch noch finanziell irgendwie stemmen kann. Und wenn dort finanzielle Mittel reingehen, dann kann man auch davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte in irgendwelchen dunklen Kanälen versickern wird. Also so viel ist mal sicher. Wir haben uns dann nach so ein paar Alternativen umgeschaut, haben dort eine ganz tolle Geschichte von dem Dr. Oren Geiger gefunden. Der kommt aus Kalifornien und in Kalifornien ist auch ein Erdbebengebiet und der hat sich da schon vor einigen Jahren Gedanken gemacht, wie man möglichst kostengünstig dort oder generell erdbebensichere Häuser bauen kann. Sein Konzept schimpft sich Earthback System. Das ist im Endeffekt eine wirklich einfache Geschichte, die auch jeder Analphabet ohne große Schulung bauen kann. Es sind mehr oder weniger nur Reissäcke, die gefüllt werden mit Erde, mit Matsch, der dort verfügbar ist. Und dann wird das Ganze, werden diese Sandsäcke so hingelegt wie ein Mauerwerk. Zwischen die einzelnen Level von den einzelnen Säcken wird Stacheldraht gespannt, was die Säcke nochmal zusammenhält. Und so kann man dann mit ein bisschen Zeigen, ein bisschen Know-how, ziemlich easy erdbebensichere Häuser bauen. Allerdings ist es mit Manpower verbunden. Also man braucht schon eine starke Truppe. Und wir haben ein so ein Haus gebaut, das ist auch schön geworden und haben dann noch diverse andere Projekte unterstützt. Wir haben natürlich viele, viele Leute kennengelernt und weil uns dann irgendwann die Zeit davongelaufen ist, haben wir zum Beispiel unseren guten Freund Simon, den wir dort kennengelernt haben, noch ein bisschen supported. Der ist auch in die ganz entlegenen Dörfer gefahren, wo man wirklich, gehiked, wo man wirklich nur zu Fuß irgendwie hinkommen konnte. Haben den dann nochmal mit hin ausgestattet, dass die mit dem Helikopter dann noch hinfliegen konnten und dort auch ein paar Leute auf den Monsun vorbereiten können in den Dörfern. Wir haben unseren guten Freund Naresh nochmal mit ein paar finanziellen Mitteln ausgestattet, dass der ringsrum um Kathmandu, wo er sich drauf konzentriert hat, die Menschen mit dem Nötigsten versorgen konnte. Und wir sind dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge erstmal zurück, denn als wir dann gegangen sind, hat es an sich schon jeden Tag geregnet und der Monsun war da und das bedeutete für uns, dass wir an sich gar nicht mehr so viel machen können, weil wir gar nicht mehr in die Dörfer reinkommen. Also sind alles, wenn überhaupt Straßen vorhanden, dann sind das nur irgendwelche Matschpisten, wo man dann auch nicht mal mehr zu Fuß hochkommt. Und dementsprechend haben wir uns dann vorgenommen, erstmal nach Deutschland zurückzukommen, uns hier neu zu sortieren und dann für die Zukunft, für den Long Run, für den Wiederaufbau nach Nepal zurückzukehren. Und möchtest du vorher noch mal spielen? Einfach? Okay, dann Okay. Genau, viele Geschichten. Björn hat es schon gesagt, wir haben auch die ersten Worte Nepalesisch gelernt. Das bleibt nicht aus, wenn man inmitten eines Dorfes unter einer Zeltplane wochenlang mit den Menschen zusammen wohnt und keiner Englisch spricht und man zusammen gemeinsam im Wasserloch, sage ich mal, sitzt und seine Trinkflasche wieder auffüllt, mit den ganzen Frauen zusammensitzt. Und da haben wir
ein bisschen was gelernt und das wollen wir auch gerne ausweiten, wenn wir wieder nach Nepal gehen. Und ich persönlich singe auch immer gerne in der Landessprache des jeweiligen Landes. Und ja, eine Sache, was bei mir bei den oder uns bei den Nepalesen aufgefallen ist, ist, dass sie so unfassbar irgendwie trotzdem optimistisch sind. Also ihr Haus ist eingestürzt, wir kommen in ihren Ort und sie lachen erstmal. Und das Mädchen ist aber anders. Genau, und sind trotzdem irgendwie glücklich und geben, was sie können und geben uns noch was zu essen, obwohl sie alles verloren haben. Und das war für uns dann auch immer ein bisschen komisch und haben gesagt, Mensch, können wir das jetzt annehmen? Und dann kriegen wir den Tee mit der Büffelmilch und alles wohl präsentiert. Und diesen Morgen, wenn wir aufgewacht sind, lag schon das Frühstück für uns bereit. Und es ist aber eine Art von Gastfreundschaft, die man einfach annimmt und das gemeinsam feiert. Und wir freuen uns, dass wir das, was da haben, zum Teilen. Und das ist uns ganz groß aufgefallen bei den Nepalesen. Das hat uns wirklich bereichert. Ein Fest haben wir auch erlebt, und zwar das hiesige Ziegenschlachtfest. Das war für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir auch vegetarisch leben und teilweise vegan. Und dann gingen die nepalesischen Jungspunde mit ihren Säbeln durch den Ort und haben freudig ihre Ziegen rituell am Fluss geschlachtet. Und ja, aber auch das haben wir überlebt und es zeigt auch, dass die Menschen dort zwar viel oder teilweise alles verloren haben, aber noch nicht ihre Lebensfreude. Und dass sie immer wieder auch aufstehen und versuchen, das Leben trotzdem zu genießen und zu feiern. Und der nächste Song, der ist so ein bisschen symbolisch dafür. Weil egal, wo wir hingekommen sind, haben die Nepalesen dieses Lied gesungen. Das ist der absolute Hit dort. Und ist jemand aus Nepal hier anwesend? Oder jemand, der Nepalesisch spricht? Ja? Ich hoffe nicht, weil ich weiß nicht, ob ich den Text richtig ausspreche. Aber ich gebe mein Bestes. Und vielleicht könnt ihr sogar mitsingen. Zu Hause in Deutschland und haben uns fast keine Zeit gelassen. Wir sind gleich wieder in die Planung gegangen und freuen uns sehr, nach Nepal zurückzukehren. Was genau wir jetzt in unseren Oberstübchen ausgehängt haben, kann ich ja noch mal ein bisschen erklären. Wir haben nämlich da so einige Ideen. Ja, also ich habe es ja eben schon mal angemerkt, dass wenn wir zurückkehren, und das wird so Ende September, Anfang Oktober, wir haben noch kein genaues Datum, dann haben wir da noch die ein oder andere Woche direkt vor Ort in Nepal, wo wir dann uns mit der Planung bzw. mit unseren Geschäftspartnern nochmal auseinandersetzen können. Der Monsun wird so gegen Ende Oktober spätestens dann durch sein und dann werden wir mit dem Wiederaufbau beginnen und dafür haben wir natürlich auch schon unsere Pläne. Für uns war es wichtig, dass gerade oder
unser Wiederaufbau sich an die Ärmsten der Ärmsten, sprich der Armen, sprich die Menschen dort in den Dörfern richtet. Und da haben wir uns ein Konzept zusammengepastelt, um diese Menschen auch zukünftig so unabhängig wie möglich mit ihren Häusern dort zu machen. Und vor allem, dass sie erdbebensicher ist. Denn die klassische Nepali-Bauweise ist auch natürlich aufgrund der nicht vorhandenen finanziellen Mittel einfach irgendwelche Steine, die sie aufsammeln, runde Steine, Bruchsteine, die werden zu einer kleinen Mauer. Das Ganze wird mit so ein bisschen Lehm, mit so ein bisschen Matsch, den sie finden, zusammengeschustert und daraus werden halt Häuser gebaut. Und die halten natürlich kein Erdbeben stand. Und umso wichtiger ist es, dass wir dort halt für die Zukunft den Leuten was an die Hand geben, dass die bei dem nächsten Beben, was sicher ist, dass es wieder beben wird, dass die dort ein bisschen besser vorbereitet sind. Und unser zukünftiges Haus für die Menschen in die Dörfer setzt sich aus vier Komponenten zusammen. Zum einen haben wir natürlich die erdbebensichere Bauweise. Da haben wir zum einen, wie gesagt, schon dieses Earthback-Haus gebaut. Schauen aber auch noch nach weiteren Alternativen, denn so ein Earthback-Haus zu bauen, da brauchst du schon eine starke Truppe von irgendwie 20 Mann und die müssen dann auch eine Woche oder zwei zusammen dieses Haus aufbauen. Und du hast dann natürlich eine Dorf-Community mit 20 Häusern, sage ich mal. Das Problem ist, in Nepal sind die Arbeitsplätze wirklich sehr, sehr rar. Deswegen ist der Großteil der jungen Bevölkerung in Ländern wie Saudi-Arabien und lässt sich dort als Sklave ausnutzen, um Stadien zu bauen und so eine Geschichte. Das heißt, es fehlt auch schlichtweg an der Manpower in Nepal. Es sind viele Kinder, viele Frauen, aber die Männer, ja, die müssen halt sich in irgendwelchen anderen Ländern versklaven lassen. Das ist halt ein großes Problem. Und deswegen eruieren wir auch noch eine weitere Alternative und haben dort Kontakt aufgenommen zu Herrn Dr. Rüther. Der baut das sogenannte Elementarhaus. Das ist eine Stahlkonstruktion, die an sich genau für Katastrophengebiete gedacht ist. Und wir wollen das aber alles mit so einer, ich sag mal, abgespeckten Version haben. Er hatte wirklich ein komplett fertiges Haus mit Wänden, was an sich ganz easy zusammenzubauen ist. Das ist also ein Stahlstecksystem, da muss nichts geschweißt, nichts geschraubt werden. Das sind an sich nur Stahlträger mit einem sogenannten Sigma-Knoten und das kann alles schön zusammengesteckt werden. Dann hat man fertige Wandelemente, die seitlich reingesteckt werden. Und so ein Haus bauen zwei ungelernte Kräfte, sprich zwei Analphabeten, die überwiegend dort vor Ort sind, bauen so ein Haus in 6 Stunden zusammen. Und das ist eine super tolle Geschichte. Allerdings, wenn wir es so ordern würden, müssten wir es zum einen importieren. Das heißt, es würde verhältnismäßig teuer werden und wir würden die Wirtschaft vor Ort auch nicht mit ankurbeln. Es ist so, dass Nepal mittlerweile 3,5 Milliarden Euro Hilfskredite bekommen hat. Und Hilfskredit hört sich immer so schön an, aber letzten Endes sind es Kredite, dafür müssen Zinsen gezahlt werden und der Kredit an sich auch. Und dieses Land ist so arm, dass allein die Zinslast nicht bedient werden kann, was dazu führt, dass dieses Land schlicht und ergreifend ausverkauft wird. Da wird eine riesen Privatisierungswelle darauf folgen. Die Leute in den Dörfern, die alles verschüttet haben, die haben natürlich auch ihre Grundbesitzurkunden verloren. Ja? Und jetzt geh mal zu einem armen, mittellosen Bauern, zeig mir deine Urkunde, wo drauf steht, das ist dein Grund, das hat er nicht mehr und dann wird es ihm einfach weggenommen. Und das wird ein Riesenproblem für die Zukunft sein. Dementsprechend wollen wir natürlich alles, was wir in Nepal wieder aufbauen, vor Ort kaufen. Diese Stahlkonstruktion werden wir gegebenenfalls auch direkt in Nepal produzieren lassen können. Da sind wir jetzt dran. Grundtenor ist, dass wir diese Stahlkonstruktion vor Ort aufbauen, super easy Stecksystem, das kann jeder Analphabet machen. Und diese ganzen Fenster und Türen, die wir dafür brauchen, die können wir aus den Trümmern recyceln, denn ein Großteil der Fenster und Türen ist dort intakt geblieben. Ansonsten kann man die auch relativ günstig fertigen lassen. Und die Wände, die werden dann einfach auf ganz traditionelle Weise mit einem Bambusgeflecht gefertigt, was später mit Lehm verputzt wird. Das ist so der Nepali-Style. Das heißt, wir können auch wirklich in der klassischen Bauweise oder von der Optik her in klassischer Bauweise Häuser wieder herstellen, die Leute auch selber bauen können. Dieses Haus ist erdbebensicher bis Erdbebenskala 9. Also diese Dinger sind wirklich, wirklich richtig sicher und werden auch lange halten. Das Ganze werden wir
mit einer Photovoltaikanlage versehen, denn die Stromversorgung war schon immer kritisch, gerade in den abgelegenen Dörfern, aber jetzt nach dem Erdbeben erst recht. Und bis heute sind da die meisten Dörfer, die auch schon früher Strom hatten, immer noch nicht wieder mit Strom versorgt. Dementsprechend bekommen die eine kleine Photovoltaikanlage. Mit dieser Photovoltaikanlage ist es möglich, drei Glühbirnen, ein Handycharger, sprich für ein Mobiltelefon, dass die Leute auch Kontakt zur Außenwelt behalten können, was ganz, ganz wichtig ist, gerade bei medizinischen Geschichten etc. Und es würde noch genügend Strom produzieren, um gegebenenfalls sogar einen kleinen Fernseher mit Strom zu versorgen, um auch die Informationen aus den Medien irgendwie ranzubekommen. Was Information ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch da oben. Also der grundlegende Energiebedarf wäre mit dieser Photovoltaikanlage gedeckt. Weiterer wichtiger Punkt ist Feuerholz. Also in Nepal ist ein Riesenproblem. Die ganzen Menschen, die dort kochen, sprich die Frauen, die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Feuerholz zu sammeln. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn das über hunderte von Jahren so läuft, dann ist da kein Feuerholz mehr, was man sammeln kann, sondern man muss anfangen, die Wälder abzuholzen. Und das machen die im ganz, ganz großen Stil, was auch dazu führt, dass diese ganzen Hänge an den Bergen immer instabiler werden, weil die Bäume, die dort stehen mit den Wurzeln, die das ganze Erdreich zusammenhalten, die sind einfach nicht mehr da. Und dieses Problem mit den Erdrutschen wird dadurch auch immer größer. Hinzu kommt, dass die ganzen Muddis dort feuchtes Holz nur sammeln können. Also die holzen die Bäume ab, das Holz ist feucht und das wird dann in den Häusern verbrannt, weil gekocht wird in den Häusern. Und bei feuchtem Holz wisst ihr selber, habt ihr eine riesen Rauchentwicklung und die ganzen Frauen werden dort krank, die kriegen Atemwegsprobleme, Augenprobleme und so weiter und so fort. Dementsprechend werden diese Häuser, die wir dort bauen, auch eine kleine Biogasanlage bekommen. Diese Biogasanlagen sind in Nepal schon seit 15 Jahren erprobt, sind relativ einfach herzustellen und kann man für kleines Geld dort mitproduzieren. Das Schöne dabei ist auch, dass man an diese Biogasanlage noch eine kleine Toilette mit anschließen kann, worüber wir auch diese hygienischen Bedingungen noch eine ganze Ecke verbessern. Das heißt, der Kot von zwei Rindern bzw. Wasserbüffeln, die meisten dort haben, mit den Exkrementen der kompletten Familie, ein bisschen Biomaterial von den Feldern dazu noch, Wasser, das Ganze kommt im Rührwerk, geht in eine Gärgrube und produziert genug Gas, um eine ganze Familie mit genügend Gas zu versorgen, um zu kochen. Das heißt, wir haben auch diese Abholzungsprobleme nicht mehr, dass die ganzen Wälder dort abgeholzt werden. Und als vierter Punkt ist halt sauberes Trinkwasser auch ein Riesenthema. Also wir waren vor Ort, wir haben wie gesagt dort mit den Menschen zusammen gelebt und wir haben uns zum Beispiel selber wochenlang im Fluss gewaschen, unsere Kleidung im Fluss gewaschen, haben dort irgendwelche Ausschläge von bekommen. Genauso ist es mit dem Trinkwasser. Wenn man das Trinkwasser, was man dort hat, das füllt man sich in eine Flasche, lässt einen Tag stehen und dann sieht man schon, wie sich dort irgendwelche kleinen Tierchen vermehren und wie das Wasser immer trüber wird und so und alle werden krank davon. Dementsprechend ist Trinkwasser ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch da haben wir eine Lösung. Die Universität Kassel hat ein Wasserfilterungssystem entwickelt, das schimpft sich Paul, das kann jeder mal googeln, ist relativ easy. Ist im Endeffekt ein Kartuschenfilter, der mit Niedrigdruck arbeitet, das heißt, gerade speziell auch für Katastrophengebiete entwickelt, kann man aber auch langfristig einsetzen, einfach Wasser oben reinkippen, durch den Druck des Wasserspiegels läuft es durch die Kartusche und sie bekommen unten Wasser raus, was zu 99,9999% von Schwebeteilchen, von Bakterien und von Viren befreit ist. Das ist also wirklich sauberes Trinkwasser und super einfach zu bedienen. Also unser Haus setzt sich aus diesen vier Komponenten zusammen und ich meine, ihr hört selber, wir haben dann mehr oder weniger schon alle großen Kernpunkte damit abgefrühstückt und machen ja diese arme Bevölkerung, die vorher mit all diesen Problemen zu kämpfen hatte, komplett unabhängig. Und so wie wir es jetzt durchkalkuliert haben, wird sich der Aufbau von einem Haus auf 3,5, wenn man jetzt mit Transport und diversen kleinen Zusatzkosten noch rechnet, auf maximal 4.000 Euro belaufen pro Haus. Wir haben auch noch ein paar finanzielle Mittel, werden da erstmal
von unseren Mitteln 2 bis 3 Häuser finanzieren können. Wir möchten natürlich im ersten Step aber ein komplettes Dorf wieder aufbauen, sprich ein 20-Häuser-Dorf. Und für dieses 20-Häuser-Dorf sind wir jetzt mit unserem Konzept auch dabei, noch diverse finanzielle Mittel zusammenzubringen. Nur mal als Rechenbeispiel, und das ist eigentlich unsere Vision, oder das ist mein Lieblingsrechenbeispiel. Also wir reden über die Dörfer, über die komplett zerstörten Dörfer, die Ärmsten der Armen dort. Das sind ungefähr 400.000 Häuser, die da zerstört sind. Wenn wir jetzt mit unseren 4.000 Euro pro Haus kalkulieren, dann sind wir bei 1,6 Milliarden Euro. Die nepalesische Regierung hat mittlerweile 3,6 Milliarden Hilfskrediten eingenommen. Das heißt, von den finanziellen Möglichkeiten, die die Regierung hat, ist dieses Konzept an sich ja, umsetzbar. Und, wolltest du das sagen? Ja, dementsprechend wäre das, denke ich, ein realistisches Projekt. Wir sind, wie gesagt, dabei, dieses 20-Häuser-Dorf in der Sindepalchuk-Region wieder aufzubauen. Wir sammeln noch finanzielle Spenden, genauere Infos, wo ihr spenden könnt, wo ihr sehen könnt, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, findet ihr, wie gesagt, auf www.pleasehelpnepalnow ohne Punkt und Komma. .wordpress.com. Ansonsten findet ihr auch Infos bei der Zukunftsgesellschaft, die uns ganz toll unterstützt haben in der Vergangenheit. Und ja, that's it, I think. Huh? Okay, dann möchtest du noch ein Lied zum Besten geben? Ja, okay. Also, vielen Dank fürs Zuhören erstmal, ja? Okay, ich werde noch mal ein kleines Liedchen spielen und das war jetzt viel Input. Wie gesagt, sprecht uns an, dann können wir uns euch noch mal den Blog sagen und mitteilen, wenn euch das interessiert. Das wäre ganz toll, wenn das weitergetragen wird, also wenn ihr Lust habt, uns auch zu supporten und unsere Geschichten so ein bisschen zu verfolgen. Genau, der nächste Song handelt so ein bisschen davon, dass wir, auch wenn es Katastrophen gibt, wenn es uns schlecht geht im Leben oder wenn von außen Dinge passieren, die uns nicht so recht sind, dann haben wir immer 2 Entscheidungen. Entweder wir sagen, furchtbar, warum ist mir das immer gerade passiert, immer wieder passiert mir dieses Elend und steckt den Kopf in den Sand, sagt man so schön. Oder ihr nutzt diese Gelegenheit und baut was Neues auf. Und versucht mit einem positiven Geist an die ganze Welt hinein ranzutreten. Und das ist eine Entscheidung, die trefft ihr bei euch selbst. Das heißt, egal was euch passiert, ob es gut oder schlecht ist, das steht in eurer Entscheidung. Das ist euer Universum. Und dieser Song heißt The Universe in Me. Und damit sage ich auch Tschüss und danke auch an Björn, der so schön erzählt hat. Mein Name ist Germaid. Ich gebe übrigens auch Hauskonzerte mit den Songs aus Nepal und Indien. Also wenn ihr Lust habt, kommt und fragt, ob ich zu euch nach Hause komme und nochmal Lieder singe und ein bisschen spenden. Thank you.
Flüchtlingen eine Heimat geben oder ob ihr für die Zukunftsgesellschaft so toll aktiv ist und so tolle Sachen macht. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr uns eingeladen habt. So ein riesen Dankeschön an Germaid und an Björn, und ich brauche euch beide hier vorne nochmal. Ja? Ja, du erstmal die Gitarre. Ja, voll toll, ne? Was mit der Ruhe, so viel Zeit haben wir noch. Musst du aber eine Spende nehmen. Also wir freuen uns riesig, dass ihr erstmal heute da wart, dass ihr von eurem Projekt berichtet habt. Und wir werden euch natürlich auch weiterhin unterstützen. Die Spenden, die heute alle eingegangen sind, wir werden sie nachher mal zählen. Die gehen natürlich auch an die Nepal-Hilfe, gar kein Thema. Und ja, ihr macht so schöne Sachen, es ist total toll. Die Ukraine-Arbeit vorher und jetzt dann die Hilfe in Nepal. Wir haben uns gedacht, okay, ihr zwei seid sehr besondere Menschen. Und deswegen wollten wir euch auch ganz besonders ehren. Und zwar in der Form... Ja genau, halt mal fest. Und zwar in der Form, dass wir euch beide gerne zu Ehrenmitgliedern der Zukunftsgesellschaft ernennen möchten. Und hier sind eure Urkunden dazu. Vielen Dank. Ja. Hängt irgendwo auf, bei Bekannten oder sonst wo. Macht euch ein Foto, dann habt ihr es auf dem Handy. Jawohl. Beide mal einen riesen Applaus für die Arbeit von den beiden. Auch im Bereich Tierschutz, was Germaid eben halt auch sehr stark unterstützt. Und das finden wir eben halt ganz toll. Und wir freuen uns auch weiterhin, mit euch arbeiten zu können, euch zu unterstützen. Ja, und danke, dass ihr da wart und danke, dass ihr so tolle Sachen macht. Genau. Schön. Vielen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt. Das ist ganz, ganz toll. Eine große Ehre. Ja, ja. Dankeschön. Ja, danke schön. Alles klar, danke. Jawohl, so, wollen wir noch? Wir machen noch einmal Musik, bevor wir Schluss machen für heute. Können Sie ja. Ja, mach mal Kinder. Ich will noch was sehen. Los. Ich muss ja auch mitsehen. Müsst ihr das Kinder schon sehen? So, der Haus hat sich gesehen. Dein Bass, deswegen. Achso. Dein Bass, zeig deine Wölfe. So ist es. Welche Akkorde machen wir?